sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe nochmal dabei. You dog. Und wir gucken uns heute an ein Rematch. Das haben wir ja nicht so häufig auf dem Kanal. Meistens ist es eher so, dass wir halt ein Match haben, was so einmal läuft und dann kommt das vielleicht ein paar Jahre später. Dieses Match hatten wir vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen schon mal. Revenge of the Fliegevieh. Genau, da haben wir Uadelva gegen Biggie Chains, die gleichen Spieler, die gleichen Decks oder nahezu die gleichen Decks, nochmal gegeneinander. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, letztes Mal Chains gewonnen. Yes. Mal sehen, was sie jetzt da draus machen, ob irgendwer daraus gelernt hat. Auf jeden Fall haben sie gerade schon mal gut gemeiert, aber ich glaube, Dennis darf trotzdem nicht anfangen. Ja, es ist tatsächlich, also vom Prinzip her, finde ich es schon sehr, sehr krass, wie einfach dieses Deck, also Biggie Chains, einfach was reißen kann. Ich finde das so interessant. Boah, Alter, ich krieg gerade schon kotzen, wenn ich den Bolt da in Dings. Oder ist das überhaupt ein Bolt? Ich glaub, ja, das ist ein Bolt. Ist ein Bolt in Ding. Ich glaube, er hat mittlerweile auch, ich glaube, 4 verschiedene Artworks von Bolts. Oh Gott. Ja, gut, das ist halt, also ich finde das schon. Da fängt da einer mit an in der Playgroup. Ja, das ist. Ah! Das sind Malik und Biggie Chains. Du als Uadelva-Spieler nach dem Ban. Es gibt ja viele, die jetzt sagen, Uadelva ist immer noch, also es ist ja immer noch eins der meisten gespielten Decks. Ja, schwankt aktuell, aber ja. Ja. Und naja, vom Prinzip her, glaubst du wirklich, dass das so viel wehgetan hat im Deck? Weil es wirkt nicht so. Ah, muss halt aktuell noch ein bisschen gebastelt werden. Ich meine, ich würde jetzt tatsächlich, weil der Splash minimal ist, die Temo-Listen mal mit dabei packen. Mhm. Weil die sind ja im Endeffekt nur wegen Golf und ein paar Sideboard-Karten. Da würde ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt sagen, jetzt mit der Neuorientierung, wenn sich da mal irgendwas gefunden hat, ich sehe jetzt aktuell auch Listen, zum Beispiel, wo Sprite Dragon wieder drin ist. Finde ich mega geil. Mega, finde ich auch gut. Ich bin tatsächlich jetzt eher so am Überlegen, das in eine aggressivere Richtung zu packen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das nach der Adaption dem Deck so gut wehgetan hat. Klar, du merkst halt, dass die Iteration fehlt. Mhm. Deswegen siehst du auch viel weniger Mystic Sanctuary. Mhm. Aber du hast halt trotzdem immer noch 8 Cantrips im Deck. Manche spielen Shadow Course, viele spielen 4 Bubbles. Ja. Kannst du auch machen. Ja. Das ist halt alles Card Draw im Endeffekt. Also im Endeffekt haben die Card Draw mit Card Draw ist jetzt halt schlechter. Ja. Das stimmt. Biggie Chains Mulligan auf 5. Das ist natürlich. Das ist bitter. Das willst du nicht sehen. Weil ich halt interessant bin bei Delva, du findest aktuell so Listen, die spielen 5 Bolt-Effekte, dann mal 6, dann mal welche, die nur 4 spielen. Na, komische Menschen. Ja, ist aktuell. Will denn so wenig Bolts haben? Ja, sonst waren immer 5. Aktuell schwankt es ein bisschen. Und dann halt auch die Art der Cantrips. Also manchmal findest du Shadow Course, manchmal findest du tatsächlich nur Bubbles als zusätzliche Draw-Effekte. Mhm. Von bis. Spannend. Das ist auf jeden Fall spannend. Da ist die Bubble. Der Bubble auf den Delva. Yes. Ja, das ist auch. Dann Mednerzug bubbelt man sich selber. Ne, da wird, glaube ich, schon der Gegner gebubbelt. Ja. Cable Therapy. Okay, warum bubbelt man sich nicht selber? Verstehe ich auch nicht. Also, man bubbelt sich ja selber, um den Trigger am Stack zu haben, dann zu entscheiden, ob man erst mit dem Delva. Wurde da vergessen zu ziehen, ich glaube. Guckt. Ne, es wurde gezogen. Es wurde gezogen und dann nach dem Draw wurde gebubbelt. So, weil die hätte man gesehen, die hätte man gezogen und den hätte man. Ja, deswegen bubbelt man sich selber. Was war das jetzt, was der da hätte zeigen müssen? Das war ein Fetchland. Ach so. Er hat ein Fetchland oben drauf gehabt, hat erst den Delva-Trigger angesagt. Ah ja. Hat Fetchland gezeigt, hat den gezogen, hat durch den Trigger von der Bubble. Und ist dann. Das Shadow Course hat er auf der Hand gehabt. Genau. Und. Nee, das Shadow Course hat er dann gezogen. Also ja. Also, ja. So. Das bedeutet, hätte er sich selber gebabbelt, hätte er das Land gesehen, hätte erst den Draw gemacht, dann den Delva Flip. Jo, und hätte dann 2 Schaden mehr auf dem Board. Genau. 2 Schaden mehr schon gemacht, ohne dass er irgendwas anderes verloren hätte, außer dass er Informationen an verschiedenen verloren hätte. Und mit Shadow Course hätte er auch dieselben Karten ziehen können. Jo. Im Endeffekt wäre alles gleich gewesen. Ich weiß nicht, ob die Information so wichtig war. Nicht im Vergleich zu einem 3-2-Level war. Turn 2.
Ja. Das wäre ja ein fast Natural Flip Delver, ohne Ressourcenaufwand. Als ob es ein Natural Flip gäbe. Ja, ja, in deiner Welt nicht. Cable Therapy, so. Ja. Jetzt kannst du überlegen, wie viele Karten willst du loswerden? Ja, dann wie sagt man einfach Brainstorm oder Force an? Ich würde jetzt auch sagen, ich weiß mal einfach Force an. Ich glaube, man hat Brainstorm angesagt und nichts getroffen. Das obwohl, Brainstorm ist da. Was hat man denn dann angesagt? Panda? Hat man vielleicht das Schadekurs angesagt? Boah, weiß ich nicht. Oh, das sind ja alles relevanten Murktide. Jetzt hat man keine Karte gezogen für den Zug. Ja. Huh. Oh, wow. ja, stimmt. Murktide hätte gehen können. Ja. Oh, wow. Der wäre sogar im Bereich des Möglichen gewesen. Hm. Ach, das war am End of Turn Brainstorm. Ah. Nee, es ist ein Upkeep Brainstorm. Oder Upkeep Brainstorm. Ja, dann zieht man die nämlich auch. Ja. Dann zieht man auch Karten, ja. Boah, das ist natürlich dann auch so richtig räudig, ne? Ja, was willst du denn jetzt machen? Jetzt spielst du am besten den Darcy. Weil. Ja, was hast du drin? Sorcery Instant. Ja, du hast alles drin. Du spielst du Darcy, hast du 3-3, ja? Ja. Und ja. Jo. Würde ich jetzt mal behaupten. Die Cable Therapy ist halt lästig, weil die irgendwann wiederkommt. Da wird auf den Fetch der Darcy gekillt. So was Fieses aber auch. Ja, okay, dann holst du jetzt einfach den Duel und gehst auf. Was hat er noch auf der Hand? Pff, keine Ahnung, lässt dir den Bolt offen. Wär auch nice. Okay, oder man spielt. Oh, stimmt, man kann auch einen Delver spielen. Lecker. Aber der Delver ist der besser? Ja, der Darcy ist ja weg. Nein, ich meine, als jetzt sowas wie ein Bolt, also es aufzuhalten. Ja, okay, du läufst halt jetzt in die Gefahr, obwohl du hast noch einen Force. Es fühlt sich halt so stark an, so over zu extenden, weißt du? Ja. Oh, der Gegner macht auch nichts tatsächlich. Das war jetzt gut. Der Einzige, was halt gibt. Warum deckt der den Darcy auf? Ich weiß es nicht. Egal. Murktide? Anyone? Ich hab gehört, Murktide ist gut. Ja, dann lässt du aber am besten der Artefakt und Land drin. Den Rest kriegst du schnell rein. Wie groß ist denn jetzt der? Ich weiß es nicht, aber der ist groß. Ja, da wird auch schon zusammengeschoben. Einfach verklatscht. Fair and square verklatscht. Einfach rot, rot, blau. Agro in die Schnauze. Das kann das Deck halt auch. Ne? Ich meine, da wäre jetzt auch der Flip vom Delver jetzt nicht so entscheidend gewesen. Am Anfang. Nee. Ja, Boarding. Als Delver-Spieler. BG ist halt so. Die 4 Blasts im Sideboard sind Schrott. Oder die 3. Je nachdem, wie viele du hast. Surgical ist eine Idee. Surgical ist wirklich eine. Ah, wobei. Ja, doch, Remove und dann Surgical. Ich weiß nicht, ob BG Chains die Witch spielt. Das weiß ich auch nicht. Und, ansonsten, wenn du hast, Braid, damit du halt mehr Removal hast, aber ansonsten. Ist dich jetzt schwierig. Gar ist wirklich nicht schwierig bei UADR war ja. Home Counterbalance. Ja. Wobei, du hast, glaube ich, nur die Days auf. Ah, Charter Course. Days, Charter Course. Du hast eine Menge Einser, die interessieren aber fast nicht. Nee, nicht wirklich so. 3 hast du vielleicht Brazen. Aber ist die Frage, ob die Text haben. Ja, das ist halt die Frage. Und du hast natürlich eventuell noch eine zweite Balance als 2er-Slot. Interessant. Dennis spielt ja auch gerne mal noch einen Snappy. Da könnte auch noch drin sein in dem Gemeng. Das wäre auch spannend. Oder halt, Brazen und so weiter, hast du schon gesagt. Ja, und natürlich die zweite Counterbalance. Ja, hab ich ja schon gesagt. Deswegen, ist schon gut eigentlich. Aber. Fortsies. Da wird wahrscheinlich der Delver gehen. Jo. Der geht safe. Jo. Das ist.
sehr, sehr safe, dass der weggeht. Uff. Außer du hast ein Removal auf der Hand, aber selbst dann, du hast ja ein Bake, also das ist jetzt so ein Push oder so. Aber wenn du jetzt einen DK hast, dann kannst du der auch die. Der lässt echt die Counterbalance weggehen. Okay. Krass. Dann hat er ein Removal auf der Hand, den er sonst nicht rauskriegt. Ja, oder? Hm. Oder so ein Cable Therapy. Für den Force. Cable Therapy für den Force und dann geht er weiter und sagt halt, okay, du verprügelst mich niemals so schnell, wie ich die Combo raus habe. Das stimmt, das kann er natürlich auch. Das wäre absolut möglich. Je nachdem, was die Hand halt sagt, ne? Mhm. Weil ansonsten wäre das letztes Mal auch drin gewesen. Also letzte Runde. Mhm. Vor allem, wenn man es Bosejo für die Balance hatte, macht es halt noch mal ein bisschen weirder. Ja, vielleicht brauchen wir die Mana-Farben. Mhm, ja, so viel Länder hat das Deck, glaube ich, nicht. Da passiert nichts. Okay. Kein Blip. Ja, war klar, ne? Das ist ein Delver. Das ist ein klassischer Delver-Move. Und jeder riecht sich immer da drüber auf. Westland. Ja. Wer ist die Schwarz-Schwarz? Das ist strong. Der, das sieht jetzt danach aus, als hätte BG Chains keine Länder. Mhm. Noch ein Bayou, okay. Wenn der eben schon nichts hatte, was will der mit einem Grün? Will der eine Dry suchen? Das ist ein Safekeeper, oder? Ja. Coole Tag. Aha. Interesting. Der ist echt ein. Der klassische Delver. Oh, ich fühle das. Dann hätte ich auch nicht gethought ziehen. Ich fühle das so. Dann hätte ich ihn auch nicht gethought ziehst. Oh, leck mich am Sack, ey. Und ich wette mit dir jetzt Laken Instant oder so. Ja, ja, der drauf. Klassiker. Wenn ich nachgucken, das ist wichtig. Oh, leck mich. Man könnte jetzt Chardekars spielen. Ich glaube, deshalb wurde ja noch einmal gefetcht. Das könnte sein, aber die hätte man in Delver gesehen. Stimmt. Man spielt wirklich einen Chardekars. Wieso hat man den Delver-Flip damit nicht? Da war der Delver-Flip noch nicht. Man hat den noch nicht gespielt. Ah, das ist der Turn-1-Draw gewesen. Yes, das ist der Turn-1-Draw gewesen nach dem Thoughtseize. Man zeigt hier ganz gut einen, dass man Murktide gezogen hat, glaube ich. Oder Darcy. Mhm. Also kann ja nicht viel anderes gewesen sein. Bosejo into Bosejo? Ja. Grist? Was bist du denn? Ich hab zero Ahnung. Aber es scheint wichtig genug zu sein, dass man es vorhat. Das könnte ein She-Holdred gewesen sein. Also nee, nicht für drei Mana. Drei Mana mit dem Artwork? Mit drei Mana in grün-schwarz mit dem Artwork. Irgendeiner und meine Abonnenten wird das bestimmt unten in die Kommentare schreiben können, was das für ein Viech ist. Ich hab kein. Jawohl! Und der nächste nicht Blindflip. Oh. Das ist auf jeden Fall eine Schlacht. Ich glaube, der hat jetzt vier Runden angegriffen und hat acht Schaden gemisst. Ja, das tut schon weh. Ja, du hast einen Mark 3, ist okay. Den kannst du, glaube ich, safe. Da nimmt man sogar die zwei Schaden. Okay, kannst du locker erlauben. Jo. Ja, Murktide und der wird noch nicht mal voll bezahlt, damit man die Darcy, der danach kommt, noch entsprechend füttern kann. Mhm. Kannst eigentlich alles nehmen, bis auf die Counterbalance. Dann nimmst du ein Land noch. Der lässt den Schaden. 4-4. Das ist natürlich krass. Mhm. Vor allem mit dem nicht flippenden Delver daneben. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt flippt, gibt man halt in den Two-Turn-Clock, oder? Ja. Das ist wohl. Ja, Three-Turn. Wir sind reisen immer noch 7. Ja, das stimmt. Deswegen wäre der eine Schaden tatsächlich relevant gewesen. Ja. Wow. Kein Delver-Flip. Wofür denn auch? Aber er spielt noch das Sanctuary. Ja, da legst du doch. Deswegen hat er da Chardekars da drin gelassen. Ja. Beat. 5. Ah, jetzt könnte man zumindest mal überlegen, dass man langsam den Delver tradet. Ja. Also jetzt ist das so langsam echt eine Idee. Oh. Push. Yes. Jetzt brauchst du auch da Chardekars nicht mehr. Ja. Doch. Da ist immer noch ein Darcy. Ja, ist man jetzt nicht eigentlich auf 10? 11 anstatt auf 10?
Nee, doch, 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 doch. Man ist eigentlich so, auf 11. Man ist eigentlich auf 11. Da kommt der Darcy. Yes. Dann das Mystic, den ja. oben drauf. Ja, Marke für den. Hätte man noch vorher machen können. Ja, hätte nichts geändert. Außer, dass man jetzt wirklich auf 10 Leben wäre. Das stimmt. Wenn das der heißt, Schaden jetzt, Monster, der das nichts geändert. Wenn der Schaden jetzt natürlich relevant wird, dann wird es schwierig. Ja. Das ist ein Bob. Look. Oh, den würde ich jetzt nicht spielen. Außer als Blocker. Ja, ich denke, der wurde ja auch einfach als Blocker gespielt. In der Hoffnung, dass der Darcy gleich nicht fliegt. Ja. Da kommt noch was. Trigger. Das ist ein Delver. Kann weg. Das sind schon zwei Delver. Draw two. Ja. Discard das Land. Spielponder. Ponder. Also da. Land Creature. Instant. Der ist groß. Das ist kein Instant drin. Enchantment, Land. Ja, jetzt ist er. Jetzt ist er groß wegen dem Enchantment. Ja. 3. Gibt man auf 2, beziehungsweise eigentlich auf 3 Leben. Mhm. Hätte man es nicht vorher machen können? Klar. Nee, der Darcy wäre klein gewesen. Stimmt, Darcy wäre klein gewesen, hätte weniger Damage gemacht. Jetzt killt natürlich. Okay, wenn jetzt der jetzt ein Zweier wieder aufdeckt, wäre er eigentlich noch am Leben. Einser, oh mein Gott. Oh. Oh, wie geil. Aber hier sehe ich keine Chance mehr daraus. Nee, der hat Force plus Blue Pitch. Ja, und man der kann nicht fetchen. Und ja. Also dann 2-0 für Ur-Delver. Das ist die Revanche für Ur-Delver. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.